Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu der neuen Runde im Kopf des Zuschauers. Der gute Darktrek hat mir wieder eine Runde Taunus Salem zukommen lassen. Er ist hier im Coven-Mode unterwegs, spielt Coven Classic als Doktor. Hasta the Dog mit seinen Hashtags Darkness is a good friend und natürlich Hashtag alles Noobs außer Mutti. So, wer das Projekt nicht kennt, Zuschauer von mir nehmen Taunus Salem Runden auf. Möglichkeit OBS, Afterburner. Beide kostenlos, DxTory, Fraps, XSplit, Shadowplay, etc. pp. Schicken es mir zu. Ich kommentiere das Ganze. Wichtig ist nur eins, ihr lebt lang genug. Maximal 2 Nächte vor dem Ende dürft ihr sterben. Sonst habe ich nichts zum Kommentieren, weil mich ja euer Gameplay interessiert und nicht das, was da allgemein passiert ist in der Runde. Es gibt auch im Kopf des Feindes, da kommentiere ich die Runden vom Jocko, vom Channel Lieber Kate. Den Link dazu in der Videobeschreibung. Vorbeischauen lohnt sich, weil er auch Runden von mir kommentiert. So, Nacht 1 wird Crumpet Protect, aber er hat keinen Besuch bekommen, der ihn töten wollte. Hausbesuch erledigt, auch wenn er nichts gemacht hat. Jemand anderes ist tot, der Nachbar von Xing Yang. Und Tiny Wick auch. Oh, durch den Pirat gestorben. Ja, Tiny Wick ist auch tot, hat noch gelieft. I've been the Blackmailer like 45.345 Mal in einer Nacht. Oder muss aber sehr oft in der ersten Nacht gestorben sein. I need more drinks for that. Give me my goats. Blackbear are down. Schöner Anfang für die Town. Muss man schon mal sagen. Natürlich jetzt noch ein Townie tot im Normalfall. Oh, in die Medusa gerannt worden. Nehme ich an, dass er wirklich reingeschickt worden ist. Das heißt, man kennt jetzt keine Rolle von ihm. Vom Tiny Rick, der auch direkt noch gelieft hat. Das ist ärgerlich. Das heißt, man kann hier nicht fragen, welche Rolle er hatte. Und wenn er kontrolliert wurde, kann vor allem den Coven wissen. Okay, er wurde nicht reingeschickt. Watt wurde witched. Und er ist der Jailer. Ja, jetzt musst du auf ihn gehen. Das ist komplett richtig. Jetzt Wispern ist gefährlich, weil das kann A, eine Lüge sein. Und B, könnte man aufgrund des Wispers zurückschließen, dass du ein Char Protective bist. Ja, Names McQueen hat recht. Bisher ist der Pirat sehr hilfreich gewesen. Nein. Ist kein Wedgebait. Das ist kein Wedgebait aus dem einfachen Grund, wenn es einen echten. Wenn er nicht Jailer ist und sowas macht, nimmt der Jailer ihn mit, exekutiert ihn und dann war's das. Weil da kannst du auch nicht mit dem. Ja, ich bin Veteran, ich habe nur gebaitet kommen. Da muss man trotzdem killen. Da wird irgendwo ein Psychic Claim geben. Zu 100% wird es den geben. Die Frage ist nur, ob er A noch lebt und B, ob er sich revealen will. Ich würde mich als Psychic jetzt nicht revealen, aus dem einfachen Grund, es gab den Jailer-Reveal. Wenn du jetzt Psychic dich revealst, musst du hoffen, dass es zwei Town Protectors gibt, die sich gegenseitig absprechen können. Weil sonst muss der Doktor eigentlich immer auf den Jailer gehen. Weil der Jailer meiner Meinung nach noch wichtiger als der Psychic ist. Ja, muss da hingehen. Keine andere Chance. Das steht fest. Er ist kein Veteran. Zu 100% ist das kein Veteran. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob du deinen Job machen kannst. Wichtig wäre jetzt erstmal, dass der Jailer halt direkt ein paar Bösewichte los wird. Er wurde in Ruhe gelassen. Natürlich auch nicht dumm. Warum sollte denn jetzt auch bitte die Hexen auf ihn draufgehen? Anne Hibbins hat keinen Grund mehr, hier irgendwelche Sorgen zu haben. Wurde vom Jailer exekutiert, okay. Interessant. Was hat er denn geclaimed? Tracker. Ward visited no one. Oh. Er kriegt das nicht mit, weil der Jailer das tagsüber macht. Ach man. Scrub McDub, den haben wir in der letzten Runde vom Darktech auch gesehen. Wahrscheinlich, weil er nichts geclaimed hat. Deswegen reporten. Ja, wenn es keinen Claim gibt, ist der Kill aber, finde ich, dumm. Weil es schwer. Ich glaube, Sarah Wilds ist böse.
Es ist halt ein normaler Kill. Man kann halt da direkt killen. Die Sache ist halt die, dass die Coven ja nicht töten, wenn sie gewarblockt werden. Dann, es gibt kein SK, es gibt keinen Werwolf. Also gewartet hätte ich wahrscheinlich noch. Als Jailer hätte ich nicht direkt exekutiert. Aber es ist natürlich verdächtig, wenn da kein Claim kommt. Normalerweise ist das halt ein Zeichen für jemand Böses. Das darf man nicht vergessen. Names McCree sagt, lasst uns die Nummer 4 hängen, den Crumpet. Die Dot Lawson seinerseits wird gewotet. Sheriff. Hasta not suspicious. King Yan not suspicious. Wir haben jetzt einen Sheriff Counterclaim. Scrub McDub hat auch Sheriff geclaimed. Kann natürlich sein, dass das jetzt ein Easy Exit ist. Zwei zu eins Guilty. Der Jailer ist nutzlos. Executioner hat vielleicht gerade gewonnen. Das heißt, die Town hat jetzt drei Mitglieder verloren. Das heißt, die Town ist quasi am Arsch. Wir werden es gleich sehen, ob Scrub wirklich Sheriff ist. Wenn ja, muss er protected werden. Nee, er ist Exe gewesen. Ja. Scrub ist damit Exe. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob ich noch auf den Jailer gehen würde. Der Jailer ist jetzt quasi nur noch eine Escort. Mehr ist er nicht mehr. Kann nichts machen. Ja, vier Coven, dazu Executioner. Es gibt mindestens einen Coven-Kill. Town hat die Votes verloren. Nein, Nummer 5 töten bringt nichts mehr. Executioner werden raised. Sarah Wise und King Yang sind tot. Oh, ein Bodyguard. Dass Sarah Wise böse ist, habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. Das heißt, man kennt zwei random Towns. Man kennt Bodyguard und Tracker. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei random Town-Rollen, die raus sind. Schade, dass du nicht gewusst hast, dass King Yam Bodyguard ist. Dann hättest du ihn protected und dann hättet ihr zack, zack, fertig machen können. Ärgerlich. 4 gegen 5. Ihr müsst lynchen. Ihr müsst jetzt lynchen als Town. I'm psychic. Pretty sure the poison master just wasted a potion on me. Ja gut. Aela kann auch gut sein, es können beide gut sein. Aber trotzdem kann man natürlich mal hochvoten für einen Role Claim. Wird auch gefragt, welche Rolle er hat. It always says three names. Das stimmt nicht. An Graben nicht. Ja, kill. Sheriff claim, kill. Kill. Kill Aela. Sheriff is scum claim. In dem Moment. Da muss man das Risiko eingehen. Ich würde jetzt hier auch das Risiko eingehen und ihn zu killen. Weil Random Town Nummer 2, also dass noch ein Random Town Sheriff wurde, unwahrscheinlich. Du solltest vielleicht dem Jailer anwispern und sagen, dass du Doktor bist, oder? Natürlich heißt es, mindestens einer ist gut und mindestens einer ist böse. Not suspicious, jailed. Ja gut, ist natürlich kein Hinweis. Ich würde guilty. Ja, ich hätte auch geguilty, das macht Sinn.
Echt Sheriff? Dann wärst du ein sehr unlucky Sheriff gewesen. Zweimal gejailt und dann einen als not suspicious gefunden. Immerhin, du bist dann proven town. Du kannst nicht böse sein. Gut, du könntest Pirat sein, aber. War richtig, alles richtig. Jetzt würdest du eigentlich Watt anwispern sollen, dass du eben nicht gejailt wirst, weil wenn du jetzt Doktor claimst und es gibt keinen Kill. Psychic. Ja. Ja, ist okay. Ist vielleicht doch gar nicht so dumm, jetzt auf den Psychic zu gehen. Der Jailer kann nicht viel machen, er kann nur Roadblocken. Für was denn? Direkt Idiot würde ich nicht sagen. Und Scrub zu lynchen bringt immer noch nichts. Ihr habt die Votes sonst nicht. Der Psychic hat überlebt, das ist schon mal wichtig. Alle haben überlebt. Es gab keinen Kill. So, jetzt könnt ihr loslegen. Zwei Bösewichte. Ihr habt die Votes. Macht was drauf. Sobald du Doktor claimst, wirst du übrigens gelyncht. Kann ich mir gut vorstellen, weil du Random Town. Ja, tu ich, weil du Doktor bist. Erst Lookout. Richtige Frage. Starb er denn? Oh nee, tut er nicht. Crumpet claimt Invest. Bodyguard, Tracker. Noch möglich. Scrub, Sheriff, Exe, Hibbins, Invest, Mayor, Tracker. Ist das wirklich Invest, Mayor, Tracker? Kann sein. Coven Leader ist tot. Ja, aber Hibbins ist halt tot. Das ist. Ja, was ist das für eine Aussage? Yeah, it's correct. Es ist doch irrelevant. Er war gejailt, dass Scrub Executioner ist, weiß jeder. Und dass Hibbins Tracker war, weiß auch jeder, weil sie tot ist. Es ist ein easy vote. Sads claimed Lookout. Ich würde den Inverse Claim killen. Ich würde den Invest Claim töten. Tja, Sets ist down, der Lookout. Wenn der Lookout aber jetzt den richtigen letzten Willen geschrieben hat, ist Haster confirmed town. Also wenn jetzt der Lookout, jawohl, er hat den letzten Willen. Ich würde ihn halt gern sehen, damit ich sehe, ob er hilft. Vielen Dank. Haster, Risen by Haster. Ja. Du bist damit confirmed Doktor. Also du kannst jetzt eigentlich argumentieren, du bist confirmed Town. Ihr müsst wählen. 3 gegen 4. Krieg Leon. Kill Leon. Kill Leon. Ja, Crumpet und Leon sind böse. Wähl Leon. Ihr müsst wählen. Ich weiß, dass aktuell noch nicht wählen geht. Ich sag's nur trotzdem immer wieder vor mir hin. Jawohl, Watt hat's verstanden, wählt. Crumpet wird gewählt, zack, bumm, alles gut. Invest. Die Information, die er hatte, hatte halt jeder. Die Frage ist, was ist das dritte Random Town? Wir wissen, dass Tracker und Doktor jeweils eins sind. Wir haben einen Psychic mit Names McCree. Der Pirat lebt auch noch, stimmt.
Er könnte natürlich andererseits wieder doch Invest sein. Er könnte sogar echt Invest sein. Weil das mit dem Pirat weiß er nur, wenn er Potion Master ist, der es vorher schon mal genutzt hat. Und jetzt die Information nutzen will. Wenn er aber wirklich zweimal. Jail me, please, warum? Warum willst du gejailt werden? Kein Town Protective der Welt würde darum bitten, gejailt zu werden. Das ist dumm. Ich hoffe, er macht's nicht. Ach, er hat Haster geschrieben. Dann vergisst es, was ich gesagt habe. Dann ignoriert's. Ich habe da irgendwie nicht Haster, sondern Leon gelesen in seinem Willen, oder? Ja, hier steht nämlich Leon, Witch Red Pirate. Aufgrund dieser Basis habe ich gemeint, dass er wirklich noch Invest sein könnte. Wenn er hier Haster geschrieben hätte, wäre er confirmed böse gewesen. Das wollte ich nochmal ganz klar machen, warum ich das gesagt habe. Aber gut, dass du auch darauf hinweist. Warum willst du dich selbst healen? Dich zu töten wäre das Dümmste, was sie machen können. Nicht dich heilen. Heil jemand Wichtigen. Ich meine, abgesehen davon wissen sie, dass es Leon sein muss. Aber jetzt sehr viel zu nutzen ist Schwachsinn. Ihr habt die Votes und da ist sehr viel Verschwendung. Du hättest den Names McCree heilen müssen. Weil der Pirat hat jetzt den Executioner attackiert. Und er ist tot. Executioner down. Jetzt könnt ihr halt Leon wählen und dann ist gut. Dann habt ihr gewonnen. I'm with you, Townies. Ja, Pirat hat gewonnen, von daher kann er das machen. Herzlichen Glückwunsch, Leon wählen. Das war's. Guys, last one is Leon. I told that what or Leon is good. Jeder weiß, dass Leon böse ist. Weil du aufgrund des letzten Willens des Lookouts confirmed bist. Habt ihr echt Schwein gehabt, dass die Town da zwei Town Protectives hatte? Ja, hätte der Jailer aber nicht den Tracker gekillt, wäre das Spiel schon zu Ende gewesen. Sie haben am Tag davor den Potion Master gehängt. Am Tag davor den Necromancer gehängt. Was sollen sie noch großartig machen? Nee, stimmt nicht. Necromancer starb. Doch, Necromancer wurde gehängt. Sarah Wright starb am Bodyguard. Also, what mit deiner Argumentation bist du alleine da? Sie haben immer gewotet und sie haben immer gelyncht. Und zwar nur Coven, außer den Sheriff, weil sie da auf den Executioner reingefallen sind. Aber die Argumentation, die du jetzt hier versuchst, ist einfach nur dumm. What? Aber darauf macht ihn auch keiner aufmerksam, dass er Schwachsinn labert. Naja, das Ding ist gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Darktech. Du hast zwar nicht viel gerissen als Doktor, aber okay. I'm tired. Dann geh ins Bett. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Für die Runde. Denkt dran, wenn ihr Runden habt, könnt ihr sie gerne aufnehmen mit dem kostenlosen Programm OBS Afterburner. Shadowplay von Nvidia geht auch. Oder natürlich Demo-Version oder Vollversion von DxTory, Fraps, XSplit etc. pp. Ihr schickt mir das Ganze dann zu. Entweder ihr ladet es hoch auf Share-Seiten wie WorkUpload oder auch Dropbox und schickt mir den Link. Ihr könnt es auch auf YouTube hochladen, mir den Link schicken und ich lade es mir runter. Das liegt an euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.